Gax hier der Seher. Nichts leichter als Elkart. Geht mir aus den Augen. Dann ist er wahrscheinlich oben. Ja, da ist er. Und hier ist diese Ahornweide Espe. Nichts leichter als das. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Gehst du so hergegangen? Habt ihr ein Mittel gegen die Gs gefunden? Wir haben euer Heilverfahren, aber wo ist das Gegenmittel für das Gift? Wohl an den. Hier habt ihr eine Hälfte des Gegengifts. Mark, mein Geselle, hat die andere Hälfte. Ihr findet ihn im Wirtshaus zur errötenden Nixe. Das ist alles, was ich für euch tun kann. Erfahrungspunkte Tagebuch. Lothander hat uns die Hälfte des Gegengifts gegeben. Er sagte, dass sich die andere Hälfte im Besitz von Marek befindet, der in der errötenden Nixe ist. Okay, wir haben schon mal einen Teil des Gegengifts. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dann können wir ja jetzt wieder hier runter. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt müssen wir zur errötenden Nixe. Gut. Moment, wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, das abgelegene Haus hier ist das Haus, in dem der Junge ist. Ja, jetzt sind wir unter 10.000. Sind wir bei 9.900 Erfahrungspunkten nur noch für den Stufenaufstieg. Und ja, eigentlich müsste ich noch das Gasthaus zum Stör finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ja? Was wollt ihr? Gut. So, das war das Gasthaus, glaube ich, in dem ich den Jungen finde. Eurik, ja, genau. Wir sollen nicht mit Fremden reden. Hey, was wollt ihr? Ich habe doch Geist getan. Hey, was habt ihr da für ein Amulett? Darum hat euch meine Mutter gebeten. Was? Also gut, ich... Gut, es sieht zwar dämlich aus, aber ich werde es tragen. Sagt meiner Mutter Nadine, dass ich sie vermisse, aber ich komme nicht zurück. Sagt ihr, dass ich in Sicherheit bin. Wiedersehen. Jetzt muss ich Nadine wiederfinden. Beazet, Ankex, bla bla bla, Nymphe. Reni, eine Bar, die wir haben vereinbart. Da. Zum Feiern wird im Gast Birbara. Achso, das ist feiernder Stör. Bla bla bla. Nadine aus Baldur's Tor. Gott. Gut. Ich muss mir echt mal offscreen eine Karte suchen. So, wir haben auch das Amulett abgegeben. Der Junge ist ziemlich schwer, oder? Ja, der wiegt 111 LBS. 110 LBS. Das sind also so 55 Kilo. Ja, das dürfte passen für einen Jungen. So, ich würde gerne bitte raus. Die errötende Nixe war hier. Da müssen wir von hier aus irgendwo irgendwie hinkommen. Gut. Genau, da ist nämlich gleich die errötende Nixe. Und hier müssten wir irgendwo dem anderen seinen Kumpel finden. Entschuldigung. Ist hier der Personalausgang? Oder was gibt's hier?
In Ordnung, Zeus. Wenn ihr im Unterkeller euren Spaß haben wollt, kostet das 10 Goldmünzen Eintritt. Damit könnt ihr die ganze Nacht lang so viel schwarzen oder so viel Frauen genießen, wie ihr wollt. Nein, danke, wir müssen jetzt los. Jeder Moment mal. Einverstanden, ihr könnt euch kurz umsehen und müsst keinen Eintritt zahlen. Aber sagt es keinem weiter. Gut. Nein, ich bin ja nicht in diesen Unterkeller. Gut. Das ist nichts für immer ins Augen. Was da unten abgeht, wenn er das schon so gesagt hat. Jungs, beziehungsweise Thalisa und Minsk, wo bleibt ihr? So, Spieler. Spieler. So, wo ist dein... das müsste er sein, oder? Marek, genau. Das war der Typ, der uns am Anfang in Baldur's Gate begrüßt hat und sagte, es wird Konsequenzen haben. Hey, den Trottel. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ihr seid vermutlich gekommen, um das Gegengift zu holen. Alles, was ihr damit erreicht, wird ein rascher Tod sein. Aber das ist derzeit wohl eure geringste Sorge. Ihr seid von Mareks Gift geheilt. 10.000 Erfahrungspunkte. Heieiei, jetzt sind wir fast bei 8.000 Erfahrungspunkte noch bis zum Level ab. Ach, das können wir ganz leicht bannen. Wir haben ja zwei Bannzauber dafür. So. Gut, Marek, was hast du denn noch so Schönes dabei? Mareks Heilmittel. Du hast auf jeden Fall einen Bogen, ein Schwert, Trank der Freiheit, den kann man verkaufen. Mareks Trank scheint ausgesprochen nützlich zu sein. Der Trank ist stärker als ein gewöhnlicher Heiltrank und kann selbst das göttlichste Trift neutralisieren. Und er hält ewig an. Zur Not trinken wir auch mal den hier. So. Können wir davon was identifizieren? Ein Dolch plus 2. Ist nicht so viel wert. Und ein Kurzbogen. Okay. Was wollt ihr? Gut. Oh, da liegt noch was. Beinahe unter meiner Würde. Ach ja, ein Trank der Meisterdiebeskunst. Was für Immoin. Und ich glaube, die Unsichtbarkeitstränke, die verkaufe ich jetzt einfach. Spitzbuben, Inventar ist voll. Ja, gut. Ich bin ganz gut. Ich weiß nicht, es ist Nacht. Ich weiß, hier haben wir die Frau getroffen. Und die uns gebeten hat, den einen Typen da zu überfallen. Hier ist aber nur die errötende Nixe. Hier ist kein funkelnder Stör. Nichts leichter als das. Ich glaube, der ist auch nicht am Hafen. Beinahe unter meiner Würde. Der kann nur hier sein, oder? Ich habe ihn übersehen. Nee, hier kann er auch nicht sein. Hier ist nämlich auch alles frei und fertig. Wo zur Hölle ist diese Taverne zum funkelnden Stör? Ich nehme erstmal seinen Sohn. Und das Spiel beginnt. Bei allen Göttern, unser lächelnder Name muss heute regelrecht strahlen. Schnell, tragt den Leichnam nach drinnen, wo ich dafür beten werde, dass Tibore ihm das Leben wieder schenken wird. Ich werde keine weitere Minute verschwenden, bis die Seele meines Sohnes wieder auf dem festen Boden befindet. Kommt herein, werdet Zeuge des Wunders.
Rollt die Würfel. Jetzt kommt der Moment, auf den ich so gewartet habe. Bitte keinen Lärm, ich muss mich konzentrieren. Hust, wa? Gelobt sei unsere dächende Dame. Er lebt. Sohn, kannst du mich hören? Vater, ich, was ist passiert? Oh, mein lieber Junge. Ihr habt solchen Ärger am Hals. Was um Willen habt ihr euch dabei gedacht, euch in einem Tempel von Ambali herumzutreiben? Steht mir bei, wenn es euch nicht sofort töten würde, würde ich euch jetzt übers Knie legen und ordentlich verdreschen. Was? Aber das war nicht meine Schuld. Oh nein, das werdet ihr nicht tun. Wenn ihr solche hohe Risiken eingeht, wollt, sorgt besser dafür, dass ihr selbst die Verantwortung übernehmt. Die Göttin des Glücks und des Abenteuers heißt solches unverdientes Glück und törichte Risiken nicht gut. Ich schwöre, wenn eure Mutter noch lebte und das hören könnte, sie würde sofort tot umfallen und ich müsste auch sie auferwecken. Habt ihr die leiseste Ahnung, wie viel Energie dieser Zauberspruch aus meiner Person herausholt? Aber es tut mir leid. Kein weiteres Wort mehr, junger Mann. Ihr geht jetzt in euer Zimmer und wir werden sehen, ob ich euch wieder herauslasse, bevor ihr das Reich weiter für 24 erreicht habt. Los, Marsch. Aber ich bin... Gehen die beiden jetzt einfach, oder was? Ja. Bitte helft! Ein vergeudetes Leben steht auf dem Spiel. Ich habe hier euer Geld. Es wird eine Weile dauern, bevor Kass und ich wieder ausgehen können. Es ist gut, jeder wieder unter den Lebenden begrüßen zu können. Aber ein bisschen Schadenfreude kann ich mir nicht verkneifen. Für den Ärger, den er für unser Vorgehen eingehandelt hat. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich mich nicht gesetzt habe, seitdem ihr mich kennengelernt habt. Manchmal lacht unsere lächelnde Dame lauthals. Wendet euch an uns, wenn ihr in Zukunft Hilfe braucht. Viele Anhänger Thymoras werden euch jetzt mit Wohlwollen betrachten. Wieder 5000 Erfahrungspunkte. Das geht jetzt Hand in Hand. Ja. Es ist nur fast 7000. So. Solange es noch Nacht ist, möchte ich eigentlich gerne den Stör finden. Wo könnte der sein? Also hier ist er... Ist er hier? Hier dürfte er auch nicht sein. Weil ich glaube, so eine Taverne müsste angeschildert sein. Aber nee, hier sind nur reiche Gebäude eigentlich. Also Gebäude von Reichen. Na nun, waren wir in den Gebäuden gar nicht drin? Helm und Umhang, in den wollte ich nicht rein. Also ja, da ist die Taverne, Helm und Umhang, aber wo ist der freudige Stör, solange es noch Nacht ist? Manche Tavernen sind ja nicht mal richtig, na kommt. Sind alle da wenigstens? Wie fehlt denn wieder? Minsk. Komm her, Minsk. Minsk nicht an der Wand festhängen. Bürgerliche. Beinahe unter meiner Würde. Nichts leichter als das. Und hier schläft nur jemand, okay. Beinahe unter meiner Würde. Nichts leichter als das. Ich denke einfach mal wirklich in dem Viertel hier. Wo der Turm von dem einen Magier auch steht. Wer bist du? Quinn. Diese Gruppe. Achso, das war Nestor, okay.
Da sind wir hier auch schon mal falsch. Hier ist nämlich nur die Taverne für den Umhang. Ah.